Ladies and Gentlemen, es ist soweit. Der GTA 6 Trailer ist da. Jay, Bram und ich sind gerade um 0.21 Uhr zusammengekommen. Wir wollten eigentlich auf den GTA 6 Trailer morgen um 15 Uhr reagieren, wofür angekündigt war. Aber aufgrund eines Leaks haben die einfach den rausgehauen. Mitten in der Nacht. Bitter, ne? Ja, ist wirklich bitter. Ist richtig beschissen. Also das haben die sich anders vorgestellt. Und also ich bin gespannt, wie der ist anhand des Aktienkurses. Nein, sag's nicht. Ich will nicht. Ich lag im Bett gerade, ne? Ich hab grüne Creme im Gesicht, die ich normalerweise immer vom Schlafen geht drauf mache. Es ist gerade, ich wurde aus dem Bett geholt sozusagen, weil ich es gesehen habe, dass das Ding online gegangen ist. Und wir sind natürlich jetzt sehr, sehr hyped. Ich bin dafür, also ich wäre dafür. Wir gucken den einmal ohne was zu sagen. Einmal ohne zu stoppen und dann nochmal, okay? Ja, ist fein für mich. Okay. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. There was a girl I knew. She said she cared about me. She tried to make my world the way she thought it should be. Look who's back. The only way we're gonna get through this is by sticking together, being a team. Trust? Trust. Oh mein Gott. Holy shit. Okay, sorry, alle die hier. Noch jemand wohnen. Gänsehaut? Ich hab Gänsehaut. Alter, ja. Junge, ich hab so harte Nippel, Alter. Alter, das sieht ja so geil aus. Alter, Vice City ist aber das geilste Setting, was die haben. Ich liebe Alter. Das. Ich fand Vice City damals so geil. Ich meine, wie lange ist Vice City her? Lange. Sehr lange, super lange. Aber nicht nächstes Jahr, 2025. Holy shit. Alter, 23 Jahre habe ich auf den Nachfolger gewartet. Ja, die Frage ist, welches 2025? Was? Ja, frühes oder spätes? Ach oder so, mittleres, ja, okay. Oder was auch immer. Okay, holy moly. Okay, wir haben Vice City, aber Alter. Ich würde sagen, nicht mehr in den 80ern, oder? Das wirkte, das sah nicht nach 80er das war aus. Neuzeit. Das war komplett Neuzeit. Du hast doch so viel TikTok. TikTok ja. Und ja, genau, genau. Ja. Instagram, Social Media. Das ist halt Social nur dieses Miami-Flavor. Genau. Oh mein Gott, ist das geil. Du hast das Florida-Flavor, du hast halt sehr viele Alligatoren gesehen. Alter. Ich muss immer an Jays Reaktion auch bei Reacts denken, wenn Florida ist, immer wirst du gefressen von Alligatoren. Halt ja, passiert. Ich sag's mal, wenn du Golf spielen gehst, da solltest du aufpassen, ey. Und wir haben eine Bonnie und Clyde-Story scheinbar. Du hast ein Pärchen. Ja. Das kam aber erst sehr spät im Trailer. Ich dachte so, okay, Frau ist einfach komplett alleine Hauptdingens. Ja. Bin sehr gespannt, ob das dann so in die Richtung gehen wird oder ob das so auch so ein bisschen, ich sag mal, falsche Fährte gerade ist, weißt du? Ah, so gar nicht, du meinst so Red Herring. Ja, so einfach so, hey, so das ist es, das wird der Aufhänger sein und dann so nach 5 Minuten trennen die beiden sich aber und dann ist in weit aber die Revenge-Story oder so die Story, weißt du, sowas. Ja, verstehe. Ja, verstehe, was cool du meinst. Wobei es cool fände, also das wäre mal wenigstens, also ja, was heißt finde ich nice. Ja, das wäre wenigstens mal eine gute Story. Nee, aber das wäre was Neues für GTA, die haben noch nie ein Pärchen in der, also du hattest letztes Mal 3 Hauptprotagonisten. Ja, das stimmt. Aber die hatten nur so auf einer geschäftlichen oder freundschaftlichen Ebene mehr was miteinander zu tun und jetzt quasi ein Liebespaar, das aber gemeinsam Verbrechen begeht, das wäre natürlich mal interessant. Das ist so krass. Okay, wollen wir nochmal von vorne. Ja, yeah. Okay, jetzt mit stoppen jetzt. Oder was? Ach, scheiße. Jetzt muss ich den nochmal neu hinzufügen, weil der natürlich. Ja, das macht gar nichts. Wir haben ja ganz kurz noch Zeit. So die Live-Views, so ne? In der Zeit, wo wir den geguckt haben, ist der von 1 Million Daumen hoch auf 1,5 Millionen Daumen hoch. Einfach, holy shit. Der ist halt vor. Ist das krass. Vor 17 Minuten online gegangen. Dann gehen wir jetzt in die Deep-Dive-Analyse.
Ja, wir versuchen es mal, ne? Also ich würde jetzt einfach, ja, redet gerne ja, rein, aber ich stopp auch zwischendurch mal. Ja, können wir auch stoppen? Ich glaube, ich kann euch. Klar, Rechtsklick Promotion. Promote. Rechtsklick Promotion. Promote. Ja. Seht ihr jetzt schon, Noch gar nichts. Ich sehe 002. 002, jetzt. Jetzt sehe ich was. Weil, also ist der erste Shot ist halt schon die Stadt. Die Farbgebung passt. Ja. Die Farbgebung, du siehst Palmen, du siehst eine sehr, 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 sehr volle Straße. Und diesen lila Flair, der Vice City typisch ist. Ja, volle Kanne. So, du siehst ein Flugzeug, du siehst einen wahnsinnig hohen Turm, du siehst mehrere Brücken, du siehst die zum ersten Mal die links hinten sozusagen die Skyline von, ich nehme jetzt mal an, dem Downtown-Bereich. Ja. Und ja, ich glaube aber nicht nur, dass es eine Stadt ist, so. Nee, ja, aber ich lehne mich auch weit aus dem Fenster und sage, das ist nicht für den Trailer gemacht worden. Nee, das wird die Welt so sein. Das macht Rockstar nicht. Rockstar fickt den Scheiß nicht. Das ist das Spiel, was wir hier sehen. Du wirst nachher ein LKW sehen, wo diese Patriot-Werbung drauf ist. Ja. Jetzt ist es bei den Autos relevant. Du siehst halt Motoren, du siehst Autos. Ist da irgendwas Neues? So dieser Anhänger mit Dingens da unten. Ja, so. Anhänger mit Schiff gab es schon. Ja, glaube ich auch. Aber Wohnwagen gab es, glaube ich, noch nicht. Ja. Echt? Wo ist denn da Wohnwagen? Ja, oder sowas ähnliches. Nee. Sieht aus wie ein Minibus. Ja, Minibus ist eigentlich richtiger, hast du recht. Na gut. Okay. Boot natürlich. Gefängnis. Ich sehe. Ja, okay, das ist ja die Story. Okay, die Story ist, sie war im Gefängnis. Ja, aber wir wissen nicht, ob sie ausgebrochen ist oder quasi gerade kurz vor, ich komme eh raus. Wäre. Das ist die Endszene von GTA und sie hat quasi ihren Kleid umgebracht und wir sehen schon den ganz letzten Spoiler. So das wäre auch cool. Ahnung, das kann ja alles sein. So. Aber mein Tipp ist, erste Mission, Tutorial im Gefängnis. Ja, kann durchaus sein. Ja. Ausbrechen, irgendwie sowas. Das sieht so gut aus. Die sieht auch fucking awesome aus. Das ist vor allen Dingen auch wirklich, ich glaube, das wird so aussehen. Bad luck, I guess. Okay, sie sagt auch Bad Luck und so. Ja, die, ja, okay. Kennt man die? Kennt man das Gesicht? Ich hab's nicht erkannt. Ich hab's nicht erkannt. Ah ja, gut. So, jetzt hast du dieses Miami-typische Delfines. Na, stopp! So. Du sieht siehst, so krass einfach aus. Alter. Also, was ich heftig finde, ist die Menge der Menschen, das ist mir noch in ein paar anderen Shots aufgefallen. Ja, aber an der einen Straße, diesem Boulevard, Alter, da dachte ich auch, Alter, wenn die da alle stehen und das ruckelt nicht, dann Shampoo, das kann ich mir noch nicht so ganz Rockstar vorstellen. Ja, das mir auch nicht. Wirkt kompliziert auf jeden Fall, aber ja, wir sehen jetzt hier die Stadt, in der wir wahrscheinlich 800 Challenges machen werden. Wir sehen links irgendeinen Baukran, von dem wir sprechen. Ja, ich frage, wo ist Meriwether? Das ist die Frage. Das ist die einzige Frage, die wichtig ist. Wo ist Meriwether? Rechts hinten ist übrigens auch Wasser. Also da gibt es auf jeden Fall, ich kenne jetzt natürlich Miami nicht so gut. Glaubt ihr, hinten links die Brücke im Hintergrund zwischen diesen Türmen, ganz, ganz weit weg, ist die Brücke, die wir im ersten Shot gesehen haben, von der anderen Seite? Ja, ist gut möglich. Hier keine Brücke. Ich gerade auch nicht so gut. Anderen Shot? Bei mir anderen Shot. Ich bin bei 0,15, da steht bei mir gerade Rockstar Games Presents. Ja, ich bin bei 0,14. Aber ich sehe aber auch keine Brücke. Ja, ist egal. Aber wir sehen auch Quads über den Sand fahren, ein Auto über den Sand fahren, so. Die versuchen halt immer möglichst viel in so einen Shot zu bringen. Du hast oben rechts so einen Wasserflieger, du hast links einen Helikopter, du hast ganz oben links hast du ein großes Flugzeug. Da passiert was. Mhm. Ja, okay, sorry, dass ich wieder pausieren muss, aber das heißt jetzt das quasi, wir haben auch weit außerhalb Sumpfgebiet. Ja. Weil das auf jeden Fall, also ich sehe jetzt gerade die Flamingos, wahrscheinlich siehst du noch das Auto. Ach, scheiße, Boot, ja, ne? Ich habe pausiert bei dem, wo dieses Schiff quasi, oder nicht Schiff, dieses Boot, ich weiß gar nicht, wie die heißen, dieses luftgesteuerte oder angetriebene Boot. Frage, wie heißen die Dinger? Ja. Und dann fahren die da gerade über diese. Das ist so New Orleans, aber Gegend. Aber das ist ja neben Miami, ist ja auch dieser Sumpf da in Louisiana. Wisst ihr, wie so ein Boot im Sumpf heißt? Nee. Sumpfboot. Okay, nice. Gerne. Jetzt wissen das ist halt so die Frage, wie groß ist die Map nachher? Ne? Ist es halt Vice City mit so drumherum wie GTA 5 oder machen sie es noch viel größer? Machen vielleicht noch eine zweite Stadt, die genauso groß ist. Also dann würde ich aber auch den Stil von New Orleans halt feiern, was halt relativ nah da dran ist, wo die quasi dann da diese Bourbon Street haben.
Ja, das wäre ja halt auch mal neu sein. Für GTA so. Ja. Ja, wir gucken mal weiter. Jetzt kommen die Flamingos. Und das hat mich super krass an Red Dead Redemption 2 erinnert, als ich das gesehen habe. Weil da gab es ja auch dieses sumpfige Gebiet mit den ganzen Tieren. Guck mal, wie viele Flamingos in diesem einen Shot sind. Ja, und hinten noch die Enten. Die kannst du dann auch farmen. Ja, die Dinger, du hast Alligatoren im Vordergrund. Du siehst in der Mitte, im Hintergrund siehst du auch irgendwas Vierbeinriges. Also ich sehe da Alligator. Nee, aber ich sehe doch irgendwas mit vier Beinen im Hintergrund. Jo, da stimmt, so ein Capybara ist das doch, oder? Ja, das weiß ich nicht genau. Was könnte das Wasserschwein sein, ja, warum nicht? Auf jeden Fall krasse Fauna. Mhm. Oh, so, guck mal, wie viele Menschen das sind. Das never. Ja, das finde ich halt, das finde ich halt krass. Ich finde halt so richtig schön bei den drei Frauen vorne links, finde ich, erkennst du vom Stil her, aber sofort das. Die konsequente Weiterentwicklung von GTA 5. Ja, bin ich voll bei dir. Sieht man den ganzen Spiel an. Das ist GTA. Ja, genau. Das siehst du, finde ich auch. Aber nicht auf so eine schlechte, aber ich finde zumindest jetzt aus den Shots nicht auf diese, ja, irgendwie so schlechtes Beigefühl mäßig, sondern ich fand GTA 5 immer schön und stimmig. Ja, nee, bin ich ganz bei dir. Und deswegen denke ich mir so, okay, das ist halt der GTA-Stil. So keiner von denen sieht gleich aus. Ja, das finde ich eine wilde Nummer. Die tragen auch gefühlt alle andere Klamotten. Und mein das ist Highlight, doppelt. Oh. Ein Chihuahua in der Mitte zwischen den Paaren. Oh, die joggen mit ihrem Hund. Das sind halt so Kleinigkeiten, die GTA geil machen. Und sowas hatte GTA 5 nicht. Dass ein Paar joggen geht, hatte GTA 5 schon allgemein nicht. Aber du hast hier so Gruppierungen, die gemeinsam sich fortbewegen. Du hattest bei GTA Leute, die sich einzeln bewegt haben bei GTA 5. Und dann haben die sich in Gruppen zusammengestellt und sind dann einzeln wieder weggegangen. Wobei aber wichtig ist, ja, das können wir GTA 5 jetzt, finde ich, aber nicht so einen Vorwurf machen. Das Spiel ist halt auch einfach 100 Jahre alt, ne? Nein, ich meine nur, ich suche nur die Weiterentwicklungspunkte. Ach so, ja, okay. Das klang gerade so wie ein Lappen-Game. Du hast hier NPCs, die als Freunde oder Paare oder Gruppen definiert sind und sich so in der Open World verhalten. Das ist ein wahnsinniger Step. Hoffentlich lebe ich noch 2 Jahre. Ich muss mich noch mehr in Tüten einpacken. Du siehst rechts. Mir geht's übrigens gut, aber falls irgendwas bei jemand passiert, das wäre schon scheiße. Du siehst rechts den Typ, der die Frau filmt oder fotografiert, die gerade twerkt. Was? Oh, twerkt. Ganz rechts am Bildrand, Alter, der liegt so am Boden. Shit, ey. Ist das solche dumm. Sachen halt, ne? Yeah, moin, ey. Dazu ganz kurz noch, Rockstar hat geschrieben, our trailer has leaked, so please watch the real thing on YouTube. Ja, guck mal. Ja, das ist eine klare, eindeutige Reaktion darauf. Ja. Wir gucken es jetzt hier gerade auch in 4K, deswegen, also der geleakte war auch richtige Schmutzquali. Ja, wundert mich nicht. So, gut aus. Das sieht halt für mich aus wie ein Rennen, ein Bootrennen. Das kennen wir alles von GTA. Ja, könnte ein Bootrennen sein, ja. Das sieht aber auch geil aus, Alter. Oder, guck dir das Wasser an, ey. Oder so Sicherheitsboote und vorne sitzt irgendwie der Chef für irgendeinen Deal oder so. Irgendwie ja, so. Oder du wirst verfolgt von Polizei oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall gibt es Stress oder was weiß ich, aber jetzt nichts Neues. Ich hab jetzt wieder Bock, da drauf Verstecken zu spielen. Auf dem Boot. Einfach das Nachtleben, Alter. Geil, das Haus da im Hintergrund mit dem Loch da drin. Ja. Jo. Gibt bestimmt Monster-Stunt, wenn du durchfließt oder sowas. Ja, stimmt. Stimmt, aber ja. Hier relevant, sie steigt quasi so hoch. Kenne ich so auch nicht zum Beispiel von GTA 5. Und der Typ vorne links fotografiert aus dem Auto heraus. Ja. Ja, meinst du, das sind wirklich, meinst du, das sind echte Szenen oder meinst du, das sind so. Nee, ich glaube, genau diese Szene werden wir sehen, wenn wir durch GTA fahren. Dass irgendein NPC random so quasi als Beifahrerin so woo, girl-mäßig hochgeht und jemand anders im Auto sie fotografiert. Exakt das werden wir im Spiel nicht sehen. Nicht nur das, ich habe das Gefühl von den Szenen, krass, die wir bisher haben, wir sind ja erst bei einem Drittel von dem Trailer, dass genau dieses Group-Engine-Ding, nenne ich es jetzt einfach mal, ja? Ja. So der neue Scheiß sein wird. Kann ich mir gut vorstellen. Für lebhafte Sachen so. Dass sie, wie auch immer, so kleine Gruppeninteraktionen haben, die halt dauerhaft durchs Spiel gehen, bis sie irgendwann despawnen. Und die würden wahrscheinlich auch einfach als Gruppe despawnen. Ja, denke ich auch. Okay, wieder so viele Menschen. Das erinnert halt so an das Übliche, was du auch in Los Santos hast, da wo Franklin wohnt.
Erinnert mich halt voll auch an San Andreas, ne? Also ja. Diese Bounce-Karren, die so springen können und also ich meine, diese Oberleitung, Alter, das ist einfach so richtiges Amiranzviertel, ja, ey. Ich meine, dass Junge, Car-Customization das oder Motorrad-Customization geben wird, ich denke, das ist uns allen klar. Ja. Neu, das dass sieht da aber geil aus, das Auto. Mit geöffnetem Kofferraum. Ich glaube, das ist noch nicht so gewesen bisher. Die macht Selfie da vor dem Motorrad. Oh, das ist so geil, Alter. Oh, ja, ja. So, Alter, ich muss nochmal zurück, sorry. Er macht nichts. Geh auf den Rückflug ruhig zurück. Alter, ich raste aus. Lass nicht, während du pausiert hast, springen. Nee, mach ich auch nicht. Bei mir schon, beim Schauspiel die ganze Zeit. Nicht. So. Ich sehe auch gerade im Stripclub. Stripclub. Ja, genau. Ja. Wieder, es ist insane voll. Ja, ich finde, hier sieht man eine richtig schöne Sache. Guck dir vorne links die drei an, ja? Ja. Den Rasta-Dude, die Slipperin und die Frau. Und dahinter die, genau, und dahinter die nächste Gruppe. Und das ist für mich genau dieses Entitätsding wieder. Mit vorne ist eine Dreiergruppe, dahinter wird eine Gruppe sein, die animiert worden ist. Da links, die stehen zusammen, rechts, die stehen zusammen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so sein wird. Das sprengt mein Gedanken. Das springt meine Imagination. So, ich glaube halt wirklich, dass das der heiße Scheiß ist. Und das finde ich tatsächlich richtig gut, weil das richtig viel zu Glaubhaftigkeit beiträgt. Diese, okay, das sind halt so Gruppenentitäten, die jetzt gemacht haben. Und dann werden die wahrscheinlich richtig Geld in die Hand genommen haben, um 1 Million verschiedene Gruppenaktivitäten aufzunehmen in irgendwelchen Sachen und dann die im Spiel unterzubringen. Das sieht viel zu gut aus, als dass es wahr sein kann. Ja, okay. Können wir hier raus was lesen? Schöne Mautstation. Sieht doch geil aus. Ja. Ja, Mautstation auf jeden Fall. Ja. Tennisplatz. Tennisplatz, vielleicht. Mal gucken. Ja, also auch wieder, bin ich ganz ehrlich, die ersten Wochen GTA Online werden enttäuschend. Ja. Predict nicht schon. Gleichzeitig launched. Links finde ich viele Schiffe. Schauen wir mal, ob das für uns, also die Sache, weiß ich gar nicht, ob das für uns enttäuschend? Kannst du da nicht trotzdem Shit machen? Ey, Shit machen schon. Ich meine, als Spieler, ich fand GTA Online, als da mal rausgekommen ist, in den Möglichkeiten hart begrenzt. Ja, scheiß drauf. Gucken wir mal. Genau, das ist der Boulevard, den ich meinte. Alter. Vorhin. Den finde ich so krank. Ich fand mir zum Beispiel auch jetzt gerade in dem Shot perfekt so süß, diese It-Girls unten rechts, ja? Und den Bettler, der da sitzt. Für mich wäre jetzt wieder dieses Ding mit den Entitäten. Ich glaube, die drei würden zum Beispiel nicht mit dem Bettler interagieren. Ja, gute Frage, weil sie guckt den ja schon an, die linke von den beiden. Ich glaube, sie guckt nach rechts einfach nur. Ja, kann natürlich sein. Ja, mal gucken. Das wäre natürlich enttäuschend, weil ich glaube tatsächlich, dass die Interaktion zwischen den Gruppierungen auch ganz wichtig ist und die auch stattfinden wird. Guck dir. Ja, kann auch gut sein, also, ja. Du siehst erstmal, also guck dir einfach im Hintergrund das Restaurant an. So, das sieht einfach schon saugeil aus. Und da oben hast du halt einfach einen laufenden Fernseher im. Yo! Im good catch, Fenster. Alter. Yo, da links, stimmt, in dem. Yo, stimmt, ey. Okay, krass. Also, ich weiß nicht, was das für ein. Ob das da ein JPEG einfach wieder drin ist, was da so leuchtet oder sowas, aber vielleicht läuft das halt auch einfach. Vielleicht läuft da einfach ein fucking Fernsehsender. Ja. Das sieht ja so geil aus. Das sind halt lange Brücken. Und lang große Inseln. Frachtschiff. Ja, riesiges Frachtschiff. Ja, wobei, ganz ehrlich, ich finde, all das, was wir bis jetzt gesehen haben, könntest du von der Menge her, finde ich, auch in meinem Kopf zumindest ohne Probleme auf der GTA 5 Map unterbringen. Von der Menge, was meinst du? Ja, von dem Platz her. Ja, ach so. Das auf jeden Fall. Ja, gut. Also, das ist ja nicht so, dass ich mir denke, okay, das muss viel größer sein. Ich versuche mich an Vice City zu erinnern. Ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern. Aber wo hast du da so eine Verbindung? Was verbindest du da mit solchen? Ja, du hattest ja schon, du hattest ja die Stadtteile, also die, genau, die Stadtteile, nenne ich sie mal. Genau. Aber guck mal, die Brücke rechts. Das ist eine andere wilde Brücke, ja, richtig. Ja, die ist auf jeden Fall Monsterstand-Brücke. Die ist Monsterstand-Brücke. Die ist, wir fangen links unten an. Einer rennt rüber und die anderen müssen dann versuchen, mit den neuen Waffen aus GTA, denn irgendwie, dann werden irgendwelche crazy Schiffe dabei sein, Wachserwerfer oder so, wenn versuchen, den da runterzuholen. So Hindernisparcours-mäßig. Aber Riesenjachten. Ganz schön viele kleine Inseln. Ja, auch interessant. Riesige Yachten, ja. Holy shit, einfach nochmal, wenn man sich diese Skyline im Hintergrund anguckt. Ah, das sieht gut aus. Ehrlicherweise kurz nicht auf die Skyline geguckt.
Sondern auf den Titel. Ist das nicht die Hauptprotagonistin gerade, ne? Nee, ich glaube nicht. Das war die nicht so, wie ich es gesehen habe. Nicht, dass ich die jetzt schon so gut kenne, aber die hätte ich jetzt nicht als die zugeordnet. Nee, hätte ich auch nicht. So, jetzt geht das hier los, ne? Also ist ja ganz stark auf TikTok bezogen, was ja auch sein muss in so einem Spiel wie GTA 6, wenn es in der Neuzeit spielt. Und bei mir steht weiß. Achso, Entschuldigung. Ja, das sind halt leider ein bisschen... Deadbot Squad, ja, okay, ja. Ja. I puppy, save some sugar for the rest of us. Ja, absolut. Das ist halt alles jetzt TikTok-Shots, glaube ich, die wir bekommen, die ganz witzig sind. Wie ich sehe jetzt zum Beispiel den Dude, den man anruft. Official Poach heißt der, wenn man mal wieder einen Alligator in seinem privaten Pool hat. Das ist, der macht ja quasi davon immer TikTok, so. Scheiße. Was willst du haben? Ja, warte. Den Shot will ich haben. Den mit den Driften? Need for Speed einfach noch in dem Spiel drin. Genau, das, bei mir driften die gerade. Ja. Und was das Interessante ist halt auch, ne, wie du hast rechts, links, oben extrem viele parkende Autos. Du hast extrem viele NPCs, die drumherum stehen. Und dann... Aber das ist doch so eine, das ist doch ja, eine Mission oder sowas. Ja, das kann eine Zwischensequenz sein. Ja, das ist schon... Oh, man fällt eine Sache auf. Dass da einfach so random einfach sich so ein illegales Straßenrennen oder sowas bildet. Das wäre auch geil, wenn es so ein Event gäbe. Wobei, so Events könnte ich mir sogar vorstellen dann nachts, ne? Kann ich mir auch vorstellen. Aber mir fällt eine Negativsache auf tatsächlich. Und zwar guckt ihr oben rechts die Leute an, die an dem What's Cooking Store stehen, in dem grünen, ja? Mhm. Die werden von hinten beleuchtet und der Schatten fällt nach vorne. Guckt ihr die links an, die Leute. Der Schattenwurf ist nicht nach rechts dann. Der Schatten, da ist gar keiner. Ja, stimmt. Genauso wie die drei, die oben in der Mitte stehen. Ja, die reagieren gar nicht auf das Fahrzeuglicht. Nur 2 Jahre ne? Zeit dazu machen. Ja, das ist richtig, aber... Ja, das ist trotzdem interessant. Halt auch so geil der nackte Typ. Ja. Also du konntest ja in GTA 4 und GTA 5 Fernsehen gucken für dein Entertainment. Und ich wette, du kannst hier TikTok scrollen für dein Entertainment. Ja. Das wäre nice. Well, look who's back. The only way we're gonna get through this. By sticking together. Also, Cop-Chases bzw. Überwachungssendungen waren da jetzt auch ein großer Teil. Aber ich kann da gerade nicht so viel von ablesen, leider. Lol, Alter. Leonida Man sucked up in water. Sprout demands the city buy him a new suit. Ja, ich sehe gerade High Rollers Lifestyle, High Rollers Mac, leider. Alter, es gibt Leonida Man, ey. Geil. Being a team. Ach, welche Szene willst du haben, Peter? Nee, ist egal. Okay. Aber so aufgrund, das ist für mich die Szene, die beweist, dass es nicht nur eine Zusammenarbeit ist. Ja. Nee, gar nicht. Das ist für mich. Nee, ich bin bei der Bonnie und Clyde-Geschichte bin ich voll bei dir. Ja. Ich bin mir nur noch nicht, wie gesagt, sicher, ob das vielleicht der Anfang ist. Quasi nee, das habe ich verstanden. Das habe ich verstanden, ja. Nur bis in diesem Trailer vorher haben wir nur gesehen, wie die vielleicht zusammenarbeiten. Jetzt sehen wir aber auch diese tiefere Perspektive zwischen den beiden. Ob das jetzt das ganze Spiel über ist oder nicht, das werden wir später erst erfahren. Ja. Interessant ist aber, dass die beiden auf dem Thumbnail sind. Das könnte vielleicht noch was verraten. Also die sind auf jeden Fall gefeatured als die wichtigen beiden Figuren. Ja. Was das, der Trailer würde ich auch sagen, ganz gut. Ja, wobei ist er, also wie ich da meine, ist der Dude auf dem Thumbnail der Dude, der da gerade rechts im Bett sitzt? Würde ich sagen, ja. Ich finde, der auf dem Thumbnail sieht ja halt... gedacht. Ja, kann, also sie erkenne ich gut. Siehst du gleich nochmal. Ja. Ja, kann wohl sein, ja, würde ich auch sagen. Trust. Ja, das ist der. Das ist ein geiler Shot hier. Bei mir sind die gerade perfekt nebeneinander und überfallen irgendeinen Scheiß-Store. Loggerlight 3. 18 Pounds Kent. Und die haben denselben Shot genommen, wa?
Oder? Mit GTA, aus GTA Vice City von 2003. Was meinst du mit Shot? Ja, pass auf, die Palmen, die im Hintergrund im Logo sind, die habe ich schon mal gesehen. Exakt die. Bei der Ankündigung, dass der Trailer kommt? Vielleicht da. Oh. Kann natürlich sein, ja. Geil, Alter. Boah, holy moly. Ist auf jeden Fall ein Banger erstmal, würde ich sagen. Alter, ist das krank. Würde ich auch sagen. Das ist in Ordnung. Wir sind mittlerweile auch jetzt, von Anfang, jetzt sind wir bei 2,3 Millionen Likes. Das ist so krank. Okay, das ist unsere Erstreaktion. Na, ich denke, es gibt viele Kanäle, die werden wirklich Frame by Frame da durchgehen und noch Sachen googeln und nachgucken. Aber das ist ja unsere allererste Reaktion. Und ist, ich glaube, wir drei sind ziemlich begeistert und haben Bock drauf. Ja, ich traue dem Braten aber noch nicht. Ja, verständlich. Also das ist für mich, wie gesagt, das sprengt noch mal meine Imagination. Ja, richtig. Das sprengt das einfach für mich. Bin sehr gespannt, wenn wir die ersten, das wird ja dann im Laufe dann des nächsten Jahres sein, denke ich mal, dass du dann die ersten Gameplay-Szenen mal siehst. Also richtige Gameplay-Szenen. Würde ich auch sagen, zumindest. Sehr gut, wenn er natürlich im 2025 dann im Winter kommt, ne, in 2 Jahren jetzt erst, dann kannst du auch erst übernächstes Jahr schon dann krass, sein. Ey. Ich aber möchte so mal ganz kurz sagen, was das gerade mit dem Internet macht. Ja, IGN ist gerade einfach live gegangen. Das ist halt. Man muss ja auch mal sagen, also ich meine, wo sitzen die, wenn die in LA sitzen? Ja, ich meine, gut, dann ist das zwar bei denen noch während der Arbeitszeit 9 Stunden vor uns, aber für die ist angenehmer jetzt. Genau, aber trotzdem crazy, weißt du, so einfach so out of nowhere. Jetzt live seit. Ja, seit 12 Minuten, 15 Minuten zum Beispiel. Krass. Muss auch mal überlegen, wie da einfach irgendeiner geschrien haben muss. John, ab ins Studio! Und dann rennen die alle so aus der Maske so in dieses Studio rein. Der erste Trailer zu Red Dead Redemption 2 hatte 500.000 Likes. Ja, aber ist auch Red Dead Redemption. Der zweite Trailer hatte 230.000 Likes. Der dritte Trailer hatte 300.000 Likes. Das ist ja insane. Der erste GTA 5 Trailer hatte 2 Millionen. Likes. Ja. Ja, krass. Das ist weniger als der GTA 6 Trailer hat. Nach 12 Jahren. 41 Minuten jetzt für den GTA 6 Trailer. Ja, nach 41 Minuten. Ja, okay. Schreibt uns, was ihr denkt in den Kommentare. Würde mich wirklich sehr interessieren, ob ihr irgendwas gesehen habt, was wir nicht gesehen haben. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Einschalten. No. Das ist unser heutiges React. Ja, wir hatten das ja eigentlich heute Nachmittag geplant als Aufnahme. Ist ungewöhnlich, dass wir jetzt um 0.49 Uhr noch aufnehmen. Und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Ciao.